Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen im Lino-Flughafen am Galaxy Gate. Es geht um diese Zugriffskontrollschleuse, die wir hier sehen. Und wie wir gleich erkennen können, sind wir in der Lage, uns hier vor diese Kontrollfläche zu beamen, wo wir jetzt tatsächlich diese Zutrittskontrollsperre auch konfigurieren können. Wie man sieht, haben wir im Augenblick nur einen Durchgang, aber genau das werden wir gleich ändern. Wir zielen mit unserem VR-Controller auf die Anzahl der Durchgänge, wählen entsprechend hier 3 Durchgänge, sorgen dafür, dass der Wert aktualisiert wird, und wenn wir jetzt unseren Kopf nach links drehen, werden wir sehen, aha, in diesem Moment wurde das neue Gate jetzt mit tatsächlich 3 Durchgängen konfiguriert. Das sieht ja schon mal ganz schön aus. Wir beamen uns mal an diese Stelle hier und schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Eine sehr gediegene Konstruktion, wirkt sehr majestätisch und wunderschön in der Anmutung, kann man auch mal aus der Kinderperspektive oder aus der Hundeperspektive betrachten. Aber damit nicht genug, wir können auch jetzt tatsächlich mal testen, wie sich hier die Türen öffnen lassen. Ah ja, und die linke, ja, funktioniert auch erwartungsgemäß. Soweit alles sehr gut. Aber wir wollen noch eine weitere Änderung in der Konfiguration herbeiführen, und dazu nehmen wir mal dieses Panel, verschieben das hier vor den Lino Jumbo und gucken mal, was wir noch für weitere Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Modell haben. Jetzt gibt es ja 3 Durchgänge, die ich jeden einzelnen davon konfigurieren kann. Und wir wollen im ersten Durchgang jetzt mal die Schwenkarmhöhe verändern, und zwar auf den Wert 1250 mm. Also diese Rauchglasscheibe wird entsprechend höher. Wir sagen Update Value. Und wenn wir dann wieder nach links schauen und uns nicht durch den vorbeifahrenden Jumbo stören lassen, dann sehen wir jetzt sehr schön, aha, diese Rauchglasscheibe ist höher geworden. Kann man jetzt sehen, wenn man genau hinschaut. Aber damit nicht genug. Wir wollen auch noch eine Änderung am Durchgang 3 durchführen. Und dieser Durchgang, da soll die Durchgangsbreite auf einen höheren Wert geändert werden, um zum Beispiel Menschen mit Kinderwagen oder Menschen mit Rollstühlen hier leichter durchkommen zu lassen. Und Sie sehen, das hat auch mit einem Wimpernschlag funktioniert, und insbesondere hat sich auch die Umgebung angepasst. Also hier kann man jetzt schön sehen, dass die linke und rechte Seite auch mitgeändert wurde, also diese Glaswände. Und wir gehen mal an diese Stelle, wir beamen uns hier an das dritte Tor, laufen da mal durch, ja, wir öffnen es, laufen mal da durch, schauen noch mal ein bisschen genauer hin, wie die Verarbeitung ist und ob die Glastüren hier auch schön eingepasst sind in den Schwenkarm. Ja, das sieht ja sehr gut aus. Und vielen Dank fürs Zuschauen.